Hallihallo, liebe Freunde der Fotografie. Mein Name ist Dennis, ihr schaut der Pfleger Fotografie und ich habe heute ein Thema, was mich schon des Längeren selber beschäftigt, und zwar: Was macht eigentlich ein gutes Bild aus? Ja, ich weiß, heute mal wieder was aus dem Büro, aber mit einem Thema, das mich selber schon eine ganze Weile lang beschäftigt. Und ich denke, dass das da draußen viele beschäftigt. Und ich wollte einfach mal meine Meinung zu diesem Thema sagen. Kommen wir auch schon zum ersten Faktum, den ich gerne besprechen möchte. Was macht eigentlich ein gutes Bild aus? Und zwar finde ich, ein großer Stellenwert nimmt heute soziale Medien ein. Wir versuchen uns anhand dessen zu orientieren, was viele begabte Fotografen, auch unbekannte Fotografen, mit vielen Likes zeigen und versuchen das nachzumachen und meinen, das ist ein gutes Bild. Versteht mich nicht falsch. Ich will da niemanden untergraben und ich möchte niemandem seine Bilder kaputt reden. Um Gottes Willen, nein. Ich will nur sagen, wir versuchen dort viel zu viel nachzuahmen, anstatt das zu tun, was wir selbst für ein gutes Bild halten. Und das ist genau der Punkt. Ihr müsst Spaß an der Sache haben. Ihr müsst die Kamera in die Hand nehmen und es ist egal, welche Kamera ihr dazu in die Hand nehmt. Und wenn ihr euer Handy dazu in die Hand nehmt, wenn ihr Spaß am Fotografieren habt, dann ist es völlig wurscht, ob das die Billigkamera ist oder das absolute High-End-Produkt. Egal, wo ihr die Kamera herholt, wenn ihr Spaß am Fotografieren habt und am Ende des Tages, wenn ihr draußen wart, beim Landschaften fotografieren, in der Street Art, Porträt, egal wo, am Ende des Tages am PC sitzt und euch eure Bilder anschaut und euch gefällt dieses Bild, dann ist es doch ein gutes Bild. Denn schlussendlich fotografieren wir für uns selbst in erster Linie. Jetzt kommen natürlich die Berufsfotografen und nebenberuflichen Fotografen noch dazu. Da ist natürlich auch noch der Kunde gefragt. Wenn es dem Kunden gefällt, aber auch euch bei der Betrachtung schon gefällt und ihr ein Auge fürs Motiv habt, dann ist es doch ein gutes Bild. Warum versuchen wir heutzutage immer mehr, uns anhand dessen zu orientieren, was es schon gibt? Warum probieren wir auch nicht öfter mal was Neues aus? Ich lese so oft unter Kommentaren, aber das macht man doch so gar nicht. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Beispiel. Ich hatte neulich in Facebook, befinde ich mich in ein paar Fotografengruppen, und dann kam mir ein Beitrag oder wurde mir ein Beitrag vorgeschlagen. Und diesen habe ich mir dann aufmerksam durchgelesen. Da ging es darum, ein Tierfotograf, der schon seit 30 Jahren fotografiert, hat ein Stacking gemacht. Ein Stacking, ich weiß nicht mehr genau aus wie vielen Bildern, aus 30, 40, 50 Bildern, keine Ahnung, um einen Graureiher abzulichten. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, für was macht man in so einem Fall ein Stacking? Natürlich reicht ein Bild aus, um das zu zeigen, was man damit fotografieren will. Aber auch hier, warum muss denn immer alles nach Schema F gehen? Probiert euch doch mal neu aus. Nehmt doch mal ein anderes Projekt in Angriff. Genau wie sowas. Tierfotografie im Stacking. Warum denn nicht? Muss denn heute immer alles nur, weil der Wiesner, der Jaworski, der Best, alle, die das gesagt haben, warum muss denn das so laufen? Und selbst die sagen, ihr sollt euch ja ausprobieren, was Neues probieren. Wir haben mittlerweile das Problem, dass wir nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern übereinander. Und das finde ich schade, denn es hinterfragt keiner, warum macht er das? Warum hat er das gemacht? Ich habe dann nur drunter geschrieben, weil ich dann schon ein paar Kommentare gelesen hatte. Lassen wir die Sinnhaftigkeit dieses Fotoprojekts mal außer Acht. Finde ich es eine kreative Idee und mal etwas Neues und es schult den Umgang mit der Kamera. Also warum nicht ein Tier mal versuchen zu stacken? Über Sinn, darüber sprechen wir gar nicht. Es geht doch einfach nur darum, ist es möglich? Kann ich ein Stacking machen? Ja oder nein? Und genau so ist es mit dem Bild auch. Am Ende des Tages müsst ihr mit eurer Leistung zufrieden sein. Und ihr müsst auf den Bildschirm gucken können und müsst mit dem, was ihr dort seht, zufrieden sein. Ich kenne das auch. Auch bei mir passiert es sehr, sehr oft. Ich hinterfrage dann immer sehr, sehr gerne, ja, hätte ich da vielleicht nicht die Perspektive noch ein bisschen und so weiter. Und genau das
macht dann auch den guten Fotografen aus. Ich finde nur, einer, der seine Bilder selber hochlobt, hochfeiert und sagt, boah, guck mal, das ist das ultimative Bild und so weiter. Ja, schön, tolles Selbstbewusstsein. Ich finde die, wo das Ganze hinterfragen und sagen, ist schön, ich feier's, es gefällt mir, aber. Und genau dieses Aber muss zum Schluss noch kommen. Dieses Aber, hätte ich es hier nicht etwas besser belichten können, hätte ich hier nicht einen anderen Fokus gewählt, hätte ich hier nicht das Motiv ein wenig höher, tiefer, was auch immer ansetzen können. Ihr wisst, was ich meine, dass man sich auch nach einem gelungenen Bild vielleicht teilweise nochmal die Frage stellt, wäre es nicht doch anders gegangen, wäre es nicht doch besser gegangen, wäre es nicht doch einfach mal noch aus einer anderen Perspektive gegangen. Und das macht für mich einen guten Fotografen und ein gutes Bild aus. Und vor allen Dingen das Wichtigste ist, ihr wart draußen, ihr habt ein gutes Gefühl, ihr wart mit der Natur in Einklang, mit euren Mitmenschen bei der Streetfotografie. Ihr wart auf jeden Fall definitiv draußen, hattet Spaß und das macht ein gutes Bild aus. Das Bild muss eine Geschichte erzählen. Das Bild muss den Betrachter in sich reinziehen. Also rein aus Betrachtersicht muss ich von einem Bild immer gefesselt bleiben. Wir müssen uns also die Frage stellen, habe ich alles richtig gemacht oder hätte ich es noch besser machen können? Wenn du alles richtig gemacht hast, dann brauchst du eigentlich nichts mehr lernen. Wenn du dir aber die Frage stellst, hätte ich es noch besser machen können und wäre es noch besser gewesen, hätte ich es besser machen können und hätte ich es aus einer anderen Perspektive fotografieren können, dann bist du auf dem Weg, meiner Meinung nach, es ist meine Meinung, ein guter Fotograf zu werden. Und auch das macht für mich eben ein gutes Bild aus, indem es eine Geschichte erzählt, indem man im Bild hängen bleibt, indem man vom Bild an sich gefesselt ist und auf diesem Bild ein paar Sekunden, es reichen ein paar Sekunden, kleben bleibt und denkt, boah, genau so ein Bild, das würde ich jetzt auch gerne machen. Oder, boah, coole Idee, die muss ich doch tatsächlich auch mal ausprobieren. Das macht doch ein gutes Bild aus. Und wenn ihr am Ende des Tages zufrieden seid und vielleicht, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, dann auch noch ein paar tolle Kommentare drunter klickt oder Likes, wobei ich darauf in dieser, ich sage immer gerne Fake-Welt, nicht so wirklich viel drauf setzen würde. Viel wichtiger ist, was mein Gefühl mir sagt und meine Intuition mir sagt, wenn ich das Bild anschaue und ich möchte gleich nochmal rausgehen und das Bild nochmal machen. Auch wenn ihr euch hinterfragt, hätte ich es nicht besser machen können, wenn ich so fotografiert hätte. Das spielt gar keine Rolle. Ihr müsst selber einfach nur das Gefühl haben, ich würde gerne jetzt nochmal rausgehen und würde das Bild nochmal machen. So habe ich zum Beispiel viele Motive, wo ich sage, da will ich unbedingt nochmal hin. Das will ich unbedingt nochmal fotografieren, das will ich unbedingt nochmal besser machen. Oder anders machen oder einen Zusatz einbauen, wie zum Beispiel irgendeine Lichtmalerei dazu, Lightpainting dazu. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Seid einfach kreativ. Lasst euch da einfach von eurer Intuition, von eurem Gefühl leiten und lasst euch vor allen Dingen, lasst eurer Kreativität freien Lauf. Und dann garantiere ich euch, wird es unter Garantie ein gutes Bild. Und das macht für mich ein gutes Bild aus. Wenn man eine Geschichte dazu hat, wenn es mich fesselt, wenn ich drauf kleben bleibe mit den Augen und denke, boah, das würde ich auch gern machen. Und vor allen Dingen, wenn ich selber am Ende des Tages zufrieden bin mit dem, was ich gemacht habe. Zusätzlich dann noch das Aber. Und dann ist es ein gutes Bild. Das ist meine Meinung zu, was ist ein gutes Bild und was macht einen guten Fotografen aus. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und ich denke, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis. Ciao.